Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom ETS 2 in Skandinavien zusammen mit dem Boxfresh von den Burning Gamers. Und mit dem Ansgar von Nordheim TV Play. Guten Tag. Guten Tag. Mahlzeit. Mahlzeit, ja. Trucker-Gruß. Alles fit? Ja, und selbst? Ich warte auf dich. Oh. Ah, da kommst du schon. Da kommt er. Oh, edler Platz, der Herr. Ja. Bloß ist keine Schulter hier mit. So. Vollgetankt, letzte Folge. Hast du schon gesagt, wo wir hinfahren? Nee, wo fahren wir denn hin? Boxfresh. Nach Karlskrona. So. War das jetzt ein Test, oder? Nee. Okay. Ich wollte dir das dann einfach überlassen. Und wir holen jetzt natürlich unsere Fracht außerhalb ab. Sprich bei Aria. Aria. Genau. Genau. So heißt es. Soll ich vorfahren? Aria, es klingt ein bisschen missverständlich, ne? Bitte? Aria klingt ein bisschen missverständlich. Meinst du? Ein bisschen. Ja, heute holen wir die Aria ab. Ich muss Milch transportieren, du auch? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, extra mal drauf geachtet. Milch, es ist im Moment in allen Medien und mir ist es tatsächlich auch schon vorher aufgefallen, die Butter ist unglaublich teuer geworden. Ja? Doppelt so teuer wie vor einem Jahr. Ja, weil die Nachfrage danach international wohl steigt und das ist der Grund, warum das ansteigt, der Preis. Ich dachte jetzt wegen der Milchpreis. Also insgesamt steigt wohl die Milchnachfrage an, aber irgendwie steigt der Milchpreis nicht besonders, also signifikant, nur halt der Butterpreis. Und ich als Butterfan bin natürlich sehr enttäuscht, aber gut, im Moment, also es bringt einen noch nicht um. Was? Margarine. Bist du Margarine-Fan? Ja, klar. Echt? Ja. Oh wei. Ja. Butter ist das einzig Wahre. Ich muss an der Stelle, glaube ich, die Aufnahme abbrechen. Warum? Willst du nicht mehr mit mir fahren? Nee. Oder? Jetzt ist aus. Tatsächlich, also ganz ehrlich, man schmeckt ja jetzt überhaupt also nicht viel Unterschied, ne? Oder? Doch, finde ich schon. Butter ist doch schon was völlig anderes als Margarine, oder? Margarine kann man einfach leichter verstreichen. Morgens habe ich da keine Zeit für, Butter zu verstreichen. Luxusprobleme. Hey, aber wie, also was für einen Unterschied schmeckst du da? Ja, ich finde, weiß ich nicht, Butter ist, Butter hat so einen ganz eigenen buttrigen Geschmack eben. Ist Margarine, hat Margarine ein bisschen mehr Geschmack so? Nee, einen anderen einfach, finde ich. Einen anderen, okay. Ich weiß also auch Margarine nicht, ist ja aus pflanzlichen Stoffen gewonnen, oder? Glaube ich, oder? Dann Öl und so, ne? Ja, ja, klar. Ja, ist ja fett. Ja. Ich weiß nicht, es gibt ja ganz unterschiedliche und dann heißt es immer, senkt den Cholesterinspiegel, aber... Ja, genau. Aber neue Erkenntnisse besagen wohl, dass Butter gar nicht so schlecht für den Cholesterinspiegel ist, wie alle meinen. Ich halte das sowieso für Quatsch. Was alle immer für Ernährungsexperten da. Das ist immer, das nervt mich immer total. Jeder hat da irgendwie eine Meinung zu, was man jetzt essen darf und was nicht. Eine alte Lehrerin von mir sagte immer, wenn man das isst, was schmeckt, dann geht's einem auch gut. Und gut, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber eigentlich, also ein bisschen stimme ich da auch zu. Also. Ich finde die ganzen Vorschriften, was jetzt gut ist und was nicht gut ist und diese neuen Erkenntnisse und das darf man nicht essen und das ist schlecht und jetzt gibt es ganz viele Ersatzprodukte für alles mögliche und das muss man machen und jenes. Das finde ich immer ein bisschen albern, ich weiß nicht. Also wenn man... Was? Wenn man gesund leben will, dann... zum Beispiel... Ja.
Was für Unterschiede zwischen, also es gibt ja verschiedene Hersteller von, sag mal, Butter, ne? Ja. Was ist die Mehrzahl von Butter? Buttern? Nein, Nee, Butter, ne? Butter. Butter, ne? Ja. Im Prinzip schmecken die doch auch alle gleich, oder? Nee, es gibt ja Süßrahmbutter und Sauerrahmbutter, ja schon mal ein Unterschied. Ja, klar, da ist ein Experte am Start. Und nee, finde ich nicht, dass die gleich schmecken. Ich kaufe immer Bio-Butter. Wirklich? Ja. Brauchst du auch Bio-Sachen so? Ja. Bio, weiß nicht. Ja? Aber das ist schon deutlich teurer, ne? Es geht eigentlich. Also, ich muss sagen, also, also jeder, also ich gehe natürlich ganz normal in den Supermarkt, ne? Ja, moin Leute, was ist denn hier los? Hub auch mal. Ach so. Ja, gar keine Hupe. So. Ist ausgestellt. Habe ich es noch ausgestellt? Okay. Das ist ein Naja, was schöner ist Bio? Bau. Ja, ich gehe ganz normal in den Supermarkt natürlich, aber da kaufe ich dann halt, da gibt es ja in der Gemüseabteilung gibt es zum Beispiel ja immer Bio-Gemüse und normales Gemüse, sage ich mal. Und ich, also gerade wenn jetzt was aus Deutschland kommt, dann denke ich mir immer, ach, der Unterschied wird jetzt schon nicht groß sein. Also ob die Kartoffeln jetzt Bio sind oder nicht, ist mir eigentlich egal dann. Aber so bei so Sachen wie Bananen zum Beispiel würde ich dann immer Bio kaufen, so weiß ich nicht. Und Fleisch kaufe ich dann halt tatsächlich in dem entsprechenden Bioladen, weil ich finde, wenn ich jetzt schon Fleisch esse, dann soll ich wenigstens gutes Fleisch essen. So gut ist es ja eigentlich nicht. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ah, will ich nicht, ist mir zu teuer oder so. Aber so viel teurer ist es eigentlich nicht, wie man sich das immer vorstellt. Und ich führe da, also ja, es ist immer so ein bisschen, jeder setzt da seine Priorität ein bisschen anders. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch einfach, also das ist eigentlich nur so ein Wissen, oder? Also okay, jetzt habe ich Bio. Nee. Oder schmeckt man das schon, würdest du sagen? Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich kaufe unterschiedliche Bioprodukte aus unterschiedlichen Motiven. Zum Beispiel die Biobutter oder die Biomilch kaufe ich zum Beispiel vor allen Dingen, weil ich finde, dass die Bauern auch was davon haben sollen. Ich finde es das komisch, dass es in der EU so hohe Subventionen für Agrarprodukte gibt und trotzdem immer mehr Höfe schließen und nur noch die Megahöfe mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Kühen können quasi überleben. Das finde ich nicht so gut und deswegen, also ich will, dass auch kleinere Höfe überleben können, weil das gehört ja zum Beispiel zum Landschaftsbild, finde ich auch so ein bisschen dazu, ne? So ein kleiner Hof oder so, man kennt ihn. Finde ich, macht, also gehört irgendwie dazu, will ich auch dann unterstützen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich so Milchprodukte Bio kaufe. Und bei so Früchten zum Beispiel, so, das ist halt auch so eine Sache, ne? Dann wieder ein bisschen was anderes. So. Manche Früchte sind zum Beispiel gespritzt oder so, oder das wird dann nicht so genau genommen, dann mit den entsprechenden, keine Ahnung, Herbiziden und was da alles drauf gemacht wird und so. Und finde ich dann, also das ist dann der Grund, warum ich zum Beispiel Früchte oder so oder Gemüse dann Bio kaufe. Ja, und Fleisch ist halt auch so ein bisschen wegen der Tiere. Ich weiß, dass es das irgendwie eine blöde Begründung ist, weil wenn man es wirklich ernst meinen würde, dann würde man gar kein Fleisch essen, aber. Ich sage immer, wenn schon Fleisch, dann wenigstens so, dass es halbwegs konform geht mit einer vernünftigen Haltung. Aber ich meine, das ist halt eine persönliche Sache. Dafür verzichte ich dann auf andere Sachen. Also, aber Essen ist mir tatsächlich relativ wichtig, hört man vielleicht. Also gutes Essen. Wie sieht es denn bei dir aus? Du kaufst gar nichts Bio? Überlege ich gerade mal, Aldi. Jetzt totgequatscht hier. Nö, ist aber echt mal interessant so. Hören. Also, ich frage mich immer, da teilweise,
wo Bio draufsteht. Ist da wirklich Bio drin? Ja, das ist ja auch so eine Kritik, die mir sicherlich auch nicht in den Kommentaren so vorgeworfen wird. Also jetzt wenn keine du, Kritik oder nee, so? Nee, aber das ist so. Ja so ein gängiges Argument. Wenn du schon Bio kaufst, dann doch nicht im Supermarkt, weil im Supermarkt ist das kaum besser als die herkömmlichen ach so. Produkte. Ja, so meinst und manchmal du. Ist es auch gleich gut, natürlich. Das finde ich, also finde ich auch einen legitimen Punkt. Nur ich sage dann immer, wenn es schon ein bisschen besser ist als die anderen Produkte, also ein bisschen umweltverträglicher, dann ist doch schon was gewonnen. Also das ist ja dann schon mal ein erster Schritt. Man kann es natürlich negativ sehen, aber man kann es eben auch positiv sehen. Das kommt dann immer so drauf an. Nee, aber ja, ist halt so eine persönliche Sache. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ist mir jetzt nicht so wichtig. Also ich muss sagen, ich finde das echt interessant mal zu hören. Also von einem, der so mal Bioprodukte oder darauf achtet und warum er darauf achtet und aber es ist natürlich auch so, dass ich auch viel jetzt nicht Bio kaufe, ne? Also Ja. Ich bin jetzt kein absoluter Freak oder so und ich lebe ja, wie gesagt, auch jetzt nicht vegetarisch oder vegan oder so. Wobei ich das auch respektabel finde, wenn man das so macht. Das finde ich auch irgendwie eigentlich ja auch ganz gut, aber dafür mag ich Fleisch irgendwie zu gerne. Aber ja. Aber könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie ja, genau. Bioprodukte kauft, wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Ich denke mal, wir haben auch viele Landwirte hier als Zuschauer. Das stimmt, bei euch ist ja viel Landwirtschaft. Ja, bei euch gucken ja auch so ein paar. Naja, oder? Du kaufst überhaupt gar nicht Bio? Noch nicht mal bei Eiern oder so? Eier kaufen wir meistens von Bekannten. Ach so, okay, ja gut. Also das Familie, ist ja, außer Familie. Das ist ja dann auf ähnlichem Niveau. Aber ob man da sagen will, ist das Bio? Ist halt, glaube ich, ja, wie sagt man, Bodenhaltung oder? Ja, Bodenhaltung ist, glaube ich, ganz normal, ne? Ja, Bodenhaltung ist ja, also Freilandhaltung ist ja, glaube ich, gut oder so, ne? Und Bodenhaltung ist ja so das ganz konventionelle. Ja, aber da gibt es ja auch noch, wie heißt das? Da gibt es auch noch einen anderen Begriff. Also das. Ja, gibt noch eine andere Stufe, ne? Ja, diese Legebatterie da. Ja, genau. Ja. Das ist natürlich ein bisschen krass. Ja, ich glaube, die laufen auch frei rum da, die Hühner. Also und halt einen Stall. Okay. Sowohl als auch. Ja, das ist auch, also das finde ich auch gut. Der Werner hat auch mal erzählt, er kauft sein Päckchen Butter immer bei dem Landwirt seines Vertrauens quasi in der Umgebung. Und das finde ich auch gut. Also das finde ich eigentlich noch besser, aber ich kenne mich tatsächlich in der Umgebung noch nicht so aus, dass ich jetzt hier alle Landwirte kenne, aber grundsätzlich finde ich das schon einen guten Ansatz. Und das ist natürlich immer die Frage, also viele sagen, ist mir zu teuer und so, aber geben dann zum Beispiel viel Geld für einen Freizeitpark aus oder so. Ist natürlich auch eine schöne Sache, aber so legt eben jeder seine Prioritäten ein bisschen anders und ich bin zum Beispiel, also so Sachen wie Freizeitpark oder so mache ich halt relativ selten, so, weil es mich einfach nicht so interessiert, aber wie sieht das denn bei dir mit Milch aus? Magst du frische Milch? Also ja. So, ja? Okay. Ich trinke auch immer meinen Kaffee dann halt mit Milch, ne? Weil es also immer häufiger, also was bei uns auch gibt, sind die sogenannten Milchtankstellen. Ja. Wo du halt selber auffüllen kannst. Finde ich auch gut, die Idee. Das habe ich tatsächlich auch mal gemacht, aber irgendwie mag ich die Milch. So ganz frische Milch mag ich nicht so gerne irgendwie, ich weiß nicht. Ja, so, gut, also ich habe auch so selten frische Milch, also total frische Milch getrunken. Mache ich auch, mache ich eigentlich selten, das stimmt schon. Also ich trinke dann auch eher die, wie man sie kennt, die, ich weiß nicht, pasteurisiert oder ich weiß nicht, wie das heißt. Und homogenisiert, ja, und so, genau. Keine Ahnung, wie das alles heißt da. Also so haltbar gemacht halt, so die trinke ich normalerweise, ja. Aber, ja. Hast du mal eine Kuh gemolken? Per Hand jetzt? Ja. Ich glaube nicht. Nee? Nur halt, ich glaube, genau, da war ja, glaube ich, noch viel kleiner. Hier diese Maschine hat gemolken, aber halt diese
Gerätschaften an eine Euter dran gemacht, ne? Ah, okay. Wie heißt das denn hier, diese... Willst du sowas nennen? Ja, keine Ahnung. Ich kenne das Fachwort dafür nicht. Ja. Mein Gott, auch ich find's immer interessant, was für Themen man kommt, ne? Ist ja unglaublich. Ja gut, wir transportieren Milch, dann liegt sehr nahe, dass man... Ja, ja, ja. Transportierst du auch Milch oder was transportierst du? Nee, Ziegenkäse. Ah, Ziegenkäse. Isst du denn Ziegenkäse? Ja. Ja? Essig. Salat und so. 15 Tonnen, okay. Isst du viel Salat? Ich meine Salat so mit Tomaten drin und ja, ja. Auch mal Gurke und ja. Paprika und so mit ins. Ja, ich esse schon relativ viel Gemüse, ja. Jetzt habe ich wieder nicht die Musik an. Unglaublich. Ich habe sie tatsächlich seit der zweiten Folge an, die wir aufgenommen haben. Okay. Das macht mich noch ein Stück weit entspannter. Aber das ist, glaube ich, gerade mit dem Bier und so, das ist auch so ein bisschen eine Sache, wenn man das so, wenn man das so vorgelebt bekommt, quasi so von seinem Umfeld, dann passt man sich da irgendwie auch so an. Also wenn deine Eltern auch hin und wieder Bier kaufen zum Beispiel, dann ist das für dich fraglos, dann machst du es halt auch so. Und wenn sie es halt nicht machen, dann machst du es halt nicht so. Also es ist auch, ich denke, daher kommt es auch ein bisschen. Ja, und deine Eltern achten auch auf Bio? Oder deine Familie? Ja, schon. Ja. Ja, meist halt so, wie es einem vorgelebt wird, so ja. Kann man ja sagen, ne? Das stimmt. Gut! Ansgar? Sind wir fertig? Also, ich sehe hier schon. Okay, dann machen wir fertig. Gut, also, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin gespannt auf eure Kommentare zum Thema. Und also unter Boxfreshs Video und unter meinem Video. Und freue mich da auf jeden Fall auf eine lebhafte Diskussion. Bis zum nächsten Mal, sagen wir beide. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.